Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Hafen von Odessa beschossen. Laut ukrainischem Militär schlugen zwei russische Raketen ein. Zwei weitere habe man abfangen können. Der Hafen von Odessa ist wichtig für den Getreideexport per Schiff. Erst gestern hatten Russland und die Ukraine ein Abkommen über die Ausfuhr von Getreide unterzeichnet. Ampelkoalition erwägt offenbar Hilfen für säumige Gaskunden. Laut Bild-Zeitung sind sowohl zinslose Darlehen als auch direkte Finanzhilfen in der Diskussion. So solle verhindert werden, dass Kunden gekündigt wird, die ihre stark gestiegenen Rechnungen nicht mehr bezahlen können. USA stocken Militärhilfe für Ukraine um 270 Millionen Dollar auf. Washington sagte dabei 4 neue Raketenwerfer vom Typ HIMARS und 500 Kamikaze-Drohnen zu. Das gab der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Kirby bekannt. Die zusätzliche Finanzierung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Ukraine auf die Rückeroberung von verlorenen Gebieten vorbereitet. Bannon wegen Missachtung des US-Kongresses schuldig gesprochen. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der ehemalige Berater von Ex-Präsident Trump eine Vorladung des Untersuchungsausschusses zur Kapitolerstürmung ignoriert hatte. Bannon drohen bis zu 2 Jahre Haft. Christopher Street Day in Berlin. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Einschränkungen gibt es jetzt wieder eine große Parade. Erwartet werden bis zu 500.000 Teilnehmende unter dem Motto »Vereint in Liebe gegen Hass, Krieg und Diskriminierung«. Zum ersten Mal hissen Bundestag, Bundesrat und Kanzleramt zu der Veranstaltung die Regenbogenflagge. Das Wetter. Heute mal Sonne, mal dichtere Wolken. Im Süden und Osten hier und da Schauer oder Gewitter. Sonst meist trocken. Im Westen häufig Sonnenschein. Höchstwerte 18 bis 30 Grad.